Zahnbürste. Frisch und minzig. Kommt nach Lazy Town, dem schönsten Ort der Welt. Freddy Faulig richtet Schaden an und Spartacus ist unser Held. Stefanie ist neu im Ort, an Siggis Bonbons bleibt sie kleben. Wer Pixel, Meini und Trixi kennt, der weiß, hier kann man was erleben. Jetzt geht's los hier in Lazy Town, dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town, in Lazy Town ist immer was los. Der Zahnbürstengeburtstag. Meine. Und die hier ist auch meine. Ja, die sind alle meine. Und 15 nach links. So. Bürste aktiviert. Programm beendet. Aktiviere Lächeln. Gut geputzt, ist halb gewonnen. Mein Lächeln. Ja, das ist meins. Siggi, wach auf, du hast heute Geburtstag. Ja. Bis später. Was für ein netter kleiner Junge. Ist was Süßes. Ich liebe den Geschmack von Toffees am Morgen. Das schmeckt einfach nach Toffee, ja. Ich muss Spartacus die Einladung zu meinem Geburtstag schicken. Was? Eine Geburtstagsparty? Hey, was schenkt ihr ihm denn zu seinem Geburtstag? Das ist eine Überraschung. Was ist das? Was schenkst du ihm, Meini? Wer, ich? Aha. Ja. Na ja, wisst ihr, ich hab's eigentlich schon, aber ich will's behalten. Ernsthaft? Das ist ein Geburtstagsgeschenk, das kannst du nicht einfach behalten. Ja, aber er will doch jedes Jahr immer nur dasselbe geschenkt kriegen. Toffees! Hat dir jemand was von Toffees gesagt? Ich könnte schwören, dass ich was von Toffees gehört hab. Wieso werd ich denn nicht eingeladen? Nun ja, also das können wir doch nicht dulden, oder? Tarnentricks enttäuschen! Oh, das ging ja schnell. Zu verpennt. Zu dekadent. Horrend. Das ist perfekt. Jetzt sollte noch ein herausragend gutes Geschenk her. Aber wenn ich sage gut, dann meine ich böse. Ich hab Post.
Was ist das? Mach bei der Party, mach bei der Party, mach bei der Party mit. Bring mir Geschenke, bring mir Geschenke, bring mir Geschenke mit. Feiert alle fröhlich, feiert ab. Feiert. Richtig süß ist das. Aber was kann ich Sigi nur Schönes zu seinem Geburtstag schenken? Aha, ein Fußball! Ein Fußball? Nein, doch nicht. Er braucht was anderes. Er braucht was wirklich Wichtiges. Ja, Baseball. Nein, vielleicht doch was ganz anderes. Wird Zeit, die Bühne aufzubauen. Hiermit eröffne ich den Happy Birthday Sigi-Tag. Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister, fangen Sie nicht ohne mich an. Nein, schon wieder. Schaltkreise überlastet. Stefanie, genau das haben wir befürchtet. Ja. Du musst uns helfen, bitte. Sprich mit deinem Onkel. Bitte. Ja, ja. Du musst uns einfach helfen, okay. Bitte. Onkel? Onkel Meinhard? Tja, also Senta darf einfach nicht ihre Rede halten. Ja, aber das macht sie doch an ihrem Geburtstag. An meinem Geburtstag hat sie keine Rede gehalten. Genau, das ist der Punkt. Das dauert. Und dauert. Und dauert. Und dauert. Und dauert. Nun ja, gut. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, manchmal zieht sich das schon ein kleines bisschen in die Länge. Ein kleines bisschen? Was? Es ist grauenhaft. Meinhard. Es ist schon zu sonnig heute, meinen Sie nicht auch, liebe Senta? Oh ja. Ist es nicht schon Zeit für meine Rede? Ach, ich möchte die Möglichkeit auf keinen Fall verpassen, unserem Geburtstagskind ein klein wenig Sonnenschein zu bringen. Oh, ich habe zu diesem Anlass noch eine Kleinigkeit hinzugefügt. Fass es nicht. Wirklich nur Kleinigkeit. Das dauert nicht lange. Wo war denn der Anfang? Zuerst kommen die Geschenke. Ja, Geschenke! Hat jemand Geschenke gesagt? Ja, genau. Ja, wer möchte denn anfangen? Ich, bitte ich. Mein Geschenk. Hey, du bist immer als Erster. Für mich? Das ist mein Geschenk. Oh, danke, 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 danke. Ja, bitte. Meini, lass los. Herzlichen Glückwunsch. Was das wohl ist? Ein Stückchen Toffee Toll und meine Lieblingssorte. Los, ein? Woher hast du das gewusst? Ja, woher nur? Ich hab geraten. Aha. Krieg ich die Schachtel wieder, bitte? Oh, na ja. Okay, und den Deckel Platz. Auch. Jetzt komm her. Ja, guck mal, hier kommt ein richtig dickes Geschenk, Sigi. Da. Oh, wow. Mach's auf, komm schon, mach's auf. Was ist da drin? Tja, wieso machst du es nicht einfach auf, ha? Ja. Mach's auf. Das will ich auch das haben. War das war cool, Trixie. Pass auf, Geschenk in der Umlaufbahn. Ach, ja. Oh. Sigi? Lecker, ja. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ja? Bitteschön. Oh, ein Briefumschlag. Oh, und so einen habe ich mir schon immer gewünscht. Vielen Dank. Der nächste? Sigi, du musst ihn aufmachen. Ah. Ja, mach ihn auf. Weiß ich doch. Wow, was ist da drin? ja. www.toffee.com? Mhm. Ausgezeichnet, sehr gut. Du kannst dir in DSL-Geschwindigkeit JPEGs runterladen von allen Toffees, die es überhaupt gibt. Ach, wirklich? Tja, danke schön. Kann ich die auch essen? Nein, du guckst sie dir einfach an. Das heißt, es sind gar nicht deine? Und jetzt? Und jetzt, Entschuldigung, und jetzt zu meiner Rede. Ein, zwei, habe ich schon erwähnt, dass ich zu meiner Rede noch 5 Minuten hinzugefügt habe?
Nur für den lieben kleinen Wiggy. Was, Wiggy? Oh, gleich nachdem ich ihm eine Kleinigkeit überreicht habe. Was? Toffees mit Toffee-Geschmack. Oh, finde ich super. Danke sehr. Bitte. Sag mal, Stefanie, hast du auch Toffees dabei? Hä? Naja, irgendwie schon. Oh. Toffee, Toffee, schmeckt dir sehr. Komm und hol dir mehr, mehr, mehr. Woo, Toffee! Woo! Ja! Das war das Toffee-Li! Stefanie, das war so super toll. Ich habe den Geschmack von dem Toffee richtig im Mund gehabt. Vielen Dank. Und nun zu meiner Rede. Spartakus? Denk nicht, ich hätte deinen Geburtstag vergessen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein ganz spezielles Geschenk. Etwas für dein ganzes Leben. Ist es ein 200 Jahre Schmatzriegelvorrat? Nein. Ist es eine 30-Kilo-Tüte mit Schokokeksen? Nein. Ist es eine Lastwagenladung mit Fürst-Pückler-Eis? Nein. Hier, bitte sehr. Was ist das? Wo schließt man das Ding an? Das schließt man gar nicht an. Das ist eine Zahnbürste. Ja. Ja, weißt du etwa nicht, was eine Zahnbürste ist? Doch, 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 doch. Nein. Ha, warte mal, ich check meine Datenbank. Eine Zahnbürste ist ein handbetriebenes, tragbares, mit Borsten ausgestattetes Körperpflegemodul mit langanhaltender Wirkung. Ah ja. Ach so. Richtig. Und du verwendest es zur gründlichen Reinigung deiner Zähne. Aber in meinen Zähnen hängen ein paar von meinen Lieblingssachen. Hier. Oh, ist das ekelhaft. Hier sollte man mal das Hirn mit Seife auswaschen. Guck mal, sie sieht aus wie meine. Oh, aber was macht man damit? Hast du denn noch nie das 20-Mal-Lied gehört, Siggi? Ja, das kann ich ja gar nicht. Na, dann tu's doch einfach. 20 Mal, weißt du? Ja, wow, dann werd ich mal. Die große Geburtstagsfee. Wo hält man das Ding an? Du hast doch nicht gedacht, dass ich deinen Geburtstag vergesse, oder? Wer bist du denn? Du siehst ja mädchenhafter aus als sie und das vielleicht was heißen. Wer ich? Ich bin die Geburtstagsfee. Ich reise durch die Welt und gebe allen Kindern Geschenke, die Geburtstag haben. Geburtstagsfee? Du warst aber noch nie bei meinem Geburtstag. Geburtstagsfee, du schuldest mir ordentlich was. Und zwar Geschenke für 8 Jahre. Mit Zinsen, versteht sich. Oh, meine! Wo ist mein Geschenk? Wo ist mein Geschenk? Hä? Was ist das? Für mich? Ja. Oh,
Was ist das? Das ist der... Sprachgesteuerte Elektro-Ultra-Süßomat 3000. Aha. Eine hypermoderne Maschine für automatisierte Süßigkeitenherstellung. Aha. Tja, zumindest sieht man sowas nicht jeden Tag. Hoffentlich beeilen sich die jungen Leute. Das kostet wertvolle Redezeit. Du und ausschließlich du kannst ihm sagen, was du willst, und dann macht er's. Echt? Nur ich? Wow. Nur ich kann ein- und ausschalten? Nee. Toffi! Huh? Oh, hey! Hältst du das für eine gute Idee, also? Ich weiß, das ist eine ganz tolle Idee. Ja. Der Junge soll sich doch freuen. Also dann, los, 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 los! Toffi! Vorsicht! Es ist wirklich Toffi. Haha, willst du noch mehr? Ja, Toffi! Na, wer sonst denn? Toffi! Oha! Ich sag was und dann krieg ich auch. Das Ding kann wirklich alles machen. Toffi! Was? Toffi? Will ich haben, will ich haben. Das ist mein! Ja, aber meine! Meini, geh von der Maschine weg. Sei vorsichtig. Toffi! Toffi, Toffi, Toffi! Meini! Toffi! Stopp! Oh, es klappt! Yeah. Toffi, Toffi, Toffi! Volle Pulle! Wow! Toffi! Vorsicht! Toffi! Toffi, Toffi, Toffi! Ja, mach weiter, Ziggy! Toffis ohne Ende! Aufpassen! Keine Angst, Geschenke, ich passe auf euch auf. Wir müssen das Ding sofort abschalten. Siggi, schalt dieses Ding aus. Mach, dass das Ding aufhört. Mach schon, spuck's aus. Halt es an. Das ist vielleicht eine verrückte Geburtstagsparty. Spartacus. Stefanie, versuch's weiter mit Siggi. Ich hol jetzt die Ausrüstung aus dem Luftschiff. Leiter! Beeil dich, Spartacus! Papa, wieder Spartacus! Ich muss zu der Maschine hin! Spuck's aus! Hickson, schalt es ab! Geschenk, das immer weiter schenkt und schenkt und schenkt. Schalt's doch endlich ab! Ich kann nicht, nur Siggi kann es abschalten. Onkel, du musst was tun, Onkel Meinhard, sonst kannst du Lazy Town gleich umbenennen in Toffee Town. Wieso? Essen wir die nicht einfach? Wie war das gerade, bitte? Na, die Toffees, wieso essen wir die nicht einfach alle auf, hä? Mitbürger, ich rufe den Notstand aus. Da ist um euer Leben. Na dann, guten Appetit. Ich kann nicht schnell genug essen. Mein Gott, seien Sie ein Mann. Schalt es aus, Siggi. Siggi, schalt es aus. Ich kann nicht mehr. Ich hab genug von Toffee. Komm schon, ess! Hätte ich gewusst, dass die Party derartig ausartet, wäre ich doch niemals hierher gekommen! Oh nein! Ich muss mich beeilen! Oh!
Und das Ding stoppen. Hm? Ja, putz dir die Zähne, Siggi. Wo soll diese Zahnbürste denn sein? Oh, hast du sie hingetan, Siggi? Sie muss doch hier irgendwo sein. Sie ist unter diesem ganzen Zeug. Ah, ich bin am Ende. Sie hat aufgehört. Hm? Oh, oh. Sie explodiert gleich. Spartacus, oh, was? Bitte! Ja, Spartacus, los! Hilfe! 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 Wo ist der? Wo ist Spartacus? Was ist, wenn er nicht zurückkommt? Er muss zurückkommen. Schließlich ist er Spartacus. Oh nein! Gleich explodiert sie! Hier, da ist sie! Hm? Spartacus, er hat sie! Fang, Siggi! Putz um dein Leben! 20 mal hoch! Ja, und 20 mal links! Ich sehe nichts mehr! Hilfe! Weiter, weiter! Wow! Wow! Das ist das beste Geschenk überhaupt! Spartacus! Hilfe! 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 Wo ist denn die Fee? Das ist nicht die Geburtstagsfee, das ist Freddy Faulich! Na, Freddy! Oh ja! Und nun zu meiner Rede, Freunde! Bing, bang, diggi, diggi, dong, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze, tanze, tanze. Bing, bang, diggi, diggi, dong, Bordsalat, der alles heißen kann. Tack und ab, die Post, ich zeig's dir. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Na, oh, das ging doch ganz ausgezeichnet. Stefanie, Stefanie, bist du da drin? Stefanie! Oh, Stefanie, wo bist du denn? Huch, ach Gottchen, wo bist du denn? Huch, ach Gottchen, jetzt hast du mich aber erschreckt, du Gänschen. Ja. Oh, was schreibst du denn da? Oh, ich schreibe über all die Lieder, die wir in Lazytown singen, weißt du? Ach ja, wir sind hier schon sehr musikalisch, nicht wahr? Bing, bang, dingel, dingel, du. Bing, bang, dingel, dingel, du. Ich würde gern wissen, was dein Lieblingslied ist. Mein Lieblingslied? Also mir hat immer das eine Lied gefallen, das du gesungen hast, über Zusammenarbeit im Team. Tja, wie hieß dieses Lied nochmal? Du meinst Teamwork. Ah, so heißt es. Äste am Baum, Bläschen im Schaum. Gemeinsam, Freunde sind
das schön damals. Oh, weißt du was? Ich habe eine Idee. Frag doch einfach alle hier in Lazytown, was ihr Lieblingslied ist. Oh, klasse, Onkel. Das ist eine tolle Idee. Oh. Danke. Huch, ich frag mich, was da wohl herauskommt. Was? Hier gibt's Eis? Oh, ist das echt? Kann man das essen? Wie krieg ich das bloß da runter? Hey, Siggi! Ich wollte dich was fragen. Hast du denn hier in Lazytown irgendein Lieblingslied? Jetzt weiß ich's! Das eine über den Kuchen mit der Glasur und dem Zuckerguss! Und das ging doch irgendwie so. Mit dem Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Mir fehlen glatt die Worte bei so viel auf einen Schlag. Die Zutaten geb ich hinein, der Rest bleibt dann für mich. Es muss ja nicht zu viel drin sein, im Teig verteilt es sich. Sich an Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Wisst ihr, was ich meine? Zum Kuchenbacken muss ein Kochbuch her. Das geht nicht von alleine. Kleckert mit dem Teig nicht allzu sehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Bringt doch mal die Backanleitung her. Zuzupacken ist abenteuerlich. Und so ist auch das Backen eine Wissenschaft für sich. Sich an Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Wisst ihr, was ich meine? Zum Kuchenbacken muss ein Kochbuch her. Das geht nicht von alleine. Kleckert mit dem Teig nicht allzu sehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Bringt doch mal die Backanleitung her. Das waren noch Zeiten. Ja. Hey, Siggi. Sag mal, die anderen Kinder haben doch sicher auch Lieblingslieder. Na klar, ich geh gleich los und frag Trix. Und ich frag Pixel. Okay, okay, beeil dich. Wieso fragen die nicht mich, was mein Lieblingslied ist? Ich bin so musikalisch wie die anderen auch. Was? Nein, heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. So sieht's aus, nicht mein Tag. Pixel! Stephanie, Videosystem ist online. Ups, das muss ich einstellen. Da ist sie ja. Stephanie, hi. Hi. Wir fragen alle Kinder hier in Lazytown nach ihren Lieblingsliedern. Bei mir ist das einfach. Ich hab's sogar auf meinem Computer. Ich dreh mal voll auf. Mir geht's gut, bewege ich mich. Bing, bang, bang, ich bin fit bis ins Mark. Spring hoch, dann regst du dich. Fühlst du dich groß und stark. Ist doch egal, wenn dieser Balk findet, das wäre das beste Lied. Ich nicht.
Und ganz bestimmt werde ich... Endlich die letzte Karte. Trixi, 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 Trixi! Das war knapp. Fast schon ein bisschen zu knapp. Ja. Hey, Sigi, was wird denn das? Mach das nicht! Nein! Bitte nicht! Oh, ein ganzer Tag Arbeit, futsch! Oh. Ich und Stefanie, wir wollten dich fragen, ob du in Lazytown ein Lieblingslied hast. Ein Lieblingslied? Mhm. Na klar, hab ich ein Lieblingslied. Und welches? Es ist voller Abenteuer. Und auch Spannung. Und auch ein wenig Gefahr. Das hört sich gar nicht gut an. Ah ja? Es ist ein Lied, das schleicht sich langsam an dich an. Und dann macht's Buh! Etwas scheint sich dort zu regen. Psst! Du willst nicht ahnen, doch du weißt mehr. Gespenster kommen ziemlich dreist her. Wenn Teddy schläft, die Max heißt er. Nachts wird zu einem Geist er. Buh! Dibidibi, dir graut von mir. Bubidibu, jetzt lachst du. Leichtest du kommen, zweifelt dir. Alles ist weg und nichts ist hier. Dibidibi, dir graut von mir. Bubidibu, jetzt lachst du. Leichtest du kommen, zweifelt dir. Alles ist weg und nichts ist hier. Denk daran, dich zuzudecken. Spinnen könnten an dir lecken. Schatten an der Wand dich necken. Alle wollen dich erschrecken. Buh! Dibidibi, dir graut von mir. Bubidibu, jetzt lachst du. Leuchtest du kommen, zweifelt dir. Alles ist weg und nichts ist hier. Kuschelig, weich, warm und nett ist es hier im. Und nichts ist hier. Hey, Sigi, hast du Trixi gefragt? Mhm, ja, und ihr Lieblingslied ist das, das Grusellied. Ach, echt? Und was ist Pixels, hä? Also, er steht auf, keiner trödelt in Lazytown. Ah, ja, los, Sportacus! Schu, 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 schu. Hey, ich frag meinen Sportacus, was sein Lieblingslied ist. Ja, und ich frag, und ich frag, Meini! Ja, genau! Ja! Oh, ja, ja! Wir sehen uns! Meini! Hey, Meini! Hey, Meini! Hey, Meini! Hey! Hey! Nimm deine klebrigen Klebrigkeiten von meinem Auto weg! Was machst du denn hier überhaupt? Tja, also ich und Stefanie, wir wollten dich fragen, ob du in Lazytown ein Lieblingslied hast. Das schreibt sie dann nämlich in ihr Tagebuch. Oh, tja, mal überlegen. Ja, denk nach. Siggi, denk schneller. Ich hab's! Welches ist es? Es ist meins. Hä? Mein Lied. Und welches ist es? Es ist meins. Das weiß ich doch, aber welches? Meins. Das Lied? Ja, genau. Es ist deins? Ja. Nein, es ist meins. Oh, ich kapier das nicht. Mein Lieblingslied heißt, dass es ist meins Lied. Das! Sigi! Alles hier ist meins. Das Schild am Zaun hier ist meins. Der Luftballon, auch dies Chanson. All das ist meins, meins, meins. Sigis Zeug ist meins. Das Lied der Vögel ist meins. Die Straße hier, die Schuhe von dir, doch, doch, das alles ist meins. All das gehört nur mir, sehen und staunen dürft ihr. Jedes Dinglein hier, ich beschütze es, denn ich besitze es. Ja, alles, das ist meins. Und dieses Instrumentalsolo ist auch meins.
Geschmacke sind meins. Was ihr fühlt, das ist meins. Genau so ist es und ihr alle wisst es. Ja, alles hier ist meins. Ich sag's nochmal, es ist meins. Hey, ich hab Post. Die Kinder wollen mich sehen. Was die wohl wieder wollen? Stefanie, ich hab deinen Brief erhalten. Was liegt an? Nun ja, die Kinder und ich wollten dich fragen, was in Lazytown dein Lieblingslied ist. Ich finde alle Lieder schön, die wir hier singen. Aber ein Lied gibt es schon, das mir wirklich sehr gut gefällt. Oh, gib mir einen Tipp und dann rate ich. In dem Lied macht man was 20 Mal nach links und 20 Mal nach rechts. Putz deine Zähne, das 20-Mal-Lied. Errate. Losgelegt. Ja. Weißt du was? Eigentlich sollte ich noch jemanden nach seinen Lieblingsliedern fragen. Na bitte, es wird auch Zeit. Weißt du, Santa habe ich vergessen. Nein, falsch. Was ist mit mir? Wen du vergessen hast, bin ich. Hallo, ja? La, 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 la. Wieso fragst du sie nicht einfach? Ja, das ist eine klasse Idee. Bis später. Alles klar, Stefanie. Viel Glück. Sicher ein Lieblingslied, oder? Oh ja, selbstverständlich habe ich das. Ich habe es einst für deinen gut aussehenden Onkel gesungen. Oh ja. Klug und schlau, keiner kennt ihn genau. Er ist ein Geheimagent. Mit Sprechfunk im Schuh, ein Spion hat nie Ruhe. Er ist ein Geheimagent. Wenn du glaubst, gleich setzt du ein Held, das ist
Geheimagent. Habe ich nicht eine wundervolle Stimme? Oh ja, richtig toll. Danke, zu freundlich. So eine Bande von egoistischen Kleinstadt-Trotteln. Alle denken sie nur an sich selbst. Und keiner denkt mal an mich. Es gibt so viele tolle Lieder in Lazytown. Hey, Freddy. Freddy? Nein, hier ist niemand. Ach, lass doch den Quatsch. Hör mal, ich wollte dich fragen, welches Lied du in Lazytown wirklich gerne hörst. Nein, jetzt will ich nicht mehr. Es ist zu spät. Oh, bitte. Nun ja, da wäre ein Lied. Ein Piratenlied. Ja, hört, Tiddly-Dai. Riesigen Spaß macht die Seeräuberei. Tut, was ihr wollt, denn Piraten sind frei. Ihr seid Piraten. Und du ein Pirapagei. Ja. Wir haben den Plan. Er wird uns zu der Truhe führen. Los, holt sie aus, Spektrum. Bestimmt sind wir bald da. Wir graben sie aus. Ich kann schon fast die Beute spüren. Wir öffnen das Schloss und rufen laut Hurra. Flagge gehisst! Ihr seid Piraten! Ja. Wir segeln weit weg! Okay. Das Abenteuer reizt uns sehr! So fahren wir übers Meer! Und rennen übers Deck! Ja. Rau ist unsere Art! Ja. Und gehen wir irgendwo vor Anker, bleiben wir nicht lang! Okay. Und weiter geht die Fahrt! Was? Land ahoi! Ja, halt, Tiddly Dai! Riesigen Spaß macht die Seeräuberei! Gut, was ihr wollt, denn Piraten sind frei! Ihr seid Piraten! Yo, ho, Blase der Wind! Immer euch vor sich her! Oben der Himmel und unten das Meer! Ihr seid Piraten! Ihr seid Piraten! Oh, Stephanie, Stephanie! Ja? Wie war's denn? Oh, Spitze, alle Lieder waren toll. Das höre ich gern. Aber es gibt ein Lied, das wirklich alle klasse finden. Oh, welches denn? Bing, bang, diggi, diggi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze. Dieses Gehüpfe kann doch wirklich jeder. Ja. Oh,